Reden wir über die Situation in den Vereinigten Staaten. Zugeschaltet ist nun Julius Vandela. Er ist Analyst der US-Politik. Guten Tag, Herr Vandela. Danke auch für Ihre Zeit in diesen doch heftigen Zeiten für die Vereinigten Staaten. Ist ein Ende abzusehen bei diesen Unruhen? Ein Ende ist, glaube ich, erstmal nicht abzusehen. Natürlich wird das wahrscheinlich weniger werden. Aber ich glaube, wichtig ist es, darauf zu schauen, wo kommt das Ganze her? Wie konnte es so weit kommen? Und natürlich haben wir dort ganz klar in Minneapolis gesehen, wie es eskaliert ist. Dieses Video, das nicht nur USA, sondern mittlerweile die ganze Welt schockiert hat. Aber vor allem eben auch die Handlung von US-Präsident Donald Trump, der natürlich immer wieder Feuer mit Benzin noch weiter aufheizt. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt auch am Wochenende gesehen haben. Aber warum? Er merkt doch, dass es einen Flächenbrand von Minneapolis über die Vereinigten Staaten gegeben hat. Als Präsident muss man doch eigentlich verbinden. Gut, ich glaube, die krude politische Analyse wäre zu sagen, dass Donald Trump genau weiß, was er tun muss, um im Herbst, im November die Wahl zu gewinnen. Er hat gesehen, wie in den letzten Wochen, natürlich auch in dieser Corona-Zeit, in dieser heftigen Corona-Zeit, gerade auch seine Zustimmungswerte in der Bevölkerungsschicht, die er absolut braucht, um wiedergewählt zu werden, gebröckelt hat. Und das ist die Wählerschicht um die 60 Jahre und plus Wähler. Also die ältere Bevölkerungsschicht, von der er 2016 noch 65% für sich verbuchen konnte. Die Zahlen bei dieser Wählergruppe sind deutlich geschrumpft und ich glaube, dass eine Law-and-Order-Botschaft, also eine Rechtsstaat und natürlich auch die Vormacht des Staates Botschaft an die genau auch funktionieren kann. Wir haben es immer wieder gesehen auf Twitter. Trump hat getwittert noch letzte Woche, wer plündert, wenn die anfangen zu plündern, dann werden wir schießen und genau diese Optik natürlich auch jetzt mit dem Einberufen des Militärs zumindest in Washington DC führt er natürlich auch fort. Es war bisher immer sein Blick auf die Wirtschaft von Donald Trump. America first, America first. Dann kam Corona. Ist es jetzt tatsächlich Law and Order? Hat er damit tatsächlich eine Chance, am 3. November die Wahl für sich zu entscheiden? Ja, Law and Order, ich glaube, das war schon auch eine zentrale Botschaft des 2016er Wahlkampfs. Wir wissen nicht, was sich genau Donald Trump alles anschaut. Es könnte aber auch sein, dass Trump sogar zurückgeht zu dem Wahlkampf von 1968, als damals Richard Nixon wirklich maßgeblich diesen Wahlkampf mit dieser Law and Order Botschaft auch geprägt hat und am Schluss auch gewinnen konnte. Insofern, genau bei dieser Wählerschicht, ältere weiße Wähler, evangelikale Wähler, ich glaube, das ist eine Botschaft, die dort funktionieren kann. Und Sie haben es gerade angesprochen, es ist im Endeffekt ein Mehrfrontenkrieg, den dort Trump auch führt. Auf der einen Seite ist es natürlich Corona, auf der anderen Seite mit mittlerweile 105.000 Toten, auf der anderen Seite ist es die Wirtschaft mit 40 Millionen Arbeitslosen und jetzt auch noch diese massiven, nicht nur Unruhen, sondern wirklich maßgeblichen Proteste, die wir im ganzen Land sehen. Insofern, das sind doch viele Aspekte und Sie können natürlich auch davon ablenken, wie schlecht es im Moment um die Wirtschaft steht und vor allem eben auch, wie schlecht Donald Trump diese Krise gemanagt hat. Aber eigentlich wäre das doch jetzt die Stunde seines demokratischen Herausforderers Joe Biden. Von dem hört man überhaupt nichts. Also der wirkt ja richtig schwach im Moment, was da passiert. Und jetzt müsste er eigentlich die Chance ergreifen, besonders weil er ja auch bei den Schwarzen, also den Afroamerikanern, so beliebt ist. Man sollte meinen, dass die Krise auch natürlich immer der Moment ist, von echten Staatsmännern nach vorne zu treten und das Land natürlich jetzt auch zu vereinen. Donald Trump, nachdem er lange Zeit im Bunker saß gestern, unten im Bunker im Weißen Haus, ist dann natürlich rausgegangen und drüber über den Park direkt vor dem Weißen Haus zu einer Kirche, um dort noch im Endeffekt einen PR-Stunt zu machen, hat sich den Weg freischießen lassen von Militärpolizei. Und schlussendlich muss man sagen, Joe Biden, Sie haben es selber gesagt, war die letzten Wochen und letzten Monate immer in seinem Keller gefangen und konnte dort nur Videokonferenzen machen im Endeffekt. Und jetzt, wie gesagt, wendet sich das Blatt. Donald Trump sitzt im Bunker vom Weißen Haus und Joe Biden ist derjenige, der zum ersten Mal rausgeht und natürlich auch sich zeigt mit den Leuten, die demonstrieren. Insofern, ob das jetzt schon maßgeblich den Wahlkampf beeinflusst oder ob es nur im Moment einmal mehr, so wie schon in den letzten Wochen, nur eine Nebelgranate ist, wird sich zeigen. Aber ich glaube, was wir mit den Protesten auf der Straße sehen, von all den Celebrities, wie sie es eben gerade auch gezeigt haben, es ist ein großer Wunsch da nach Leadership, nach jemandem, der wirklich auch die Situation adressiert. Und ich glaube, Trump ist dem im Moment nicht gewachsen. Zumindest haben wir das in der letzten Woche von ihm nicht gesehen, das Land zu einen und natürlich auch eine positive Botschaft nach vorne formulieren zu können.